Dann begrüße ich Sie wieder herzlich heute Abend. Wir sind schon bei der 15. Folge des Beethoven Talks. Das ist die vorletzte. Und heute Abend geht es um das Beethoven-Denkmal und die Rettung des Geburtshauses von Beethoven. Und wie immer mit einigen auch Illustrationen, die ich jetzt gerne einschalte. Wir haben uns beim letzten Mal ja befasst mit der Tatsache, dass Beethoven in Bonn praktisch völlig vergessen gewesen ist. Eigentlich bis dann Heinrich Karl Breitenstein nach Bonn kam, der Musikdirektor und Musikwissenschaftler. Und der spielt natürlich auch eine große Rolle beim Thema Beethoven-Denkmal. Und Sie sehen, dass ich es heute etwas überkreuzt mache von den Kapiteln her, nämlich das Denkmal und das Geburtshaus zusammenfasse. Beim nächsten Mal geht es dann zum Abschluss um das Beethoven-Fest und den Konzertsaal. Was Denkmal und Geburtshaus miteinander zu tun haben, dazu komme ich gleich. Der Vorschlag für ein Beethoven-Denkmal taucht zum ersten Mal auf in dem Brief, den Nikolaus Simrock bekommen hat von dem Klavierhaus Streicher am 28. März 1827, als er über den Tod von Beethoven unterrichtet worden ist. Und in diesem Brief ist schon die Rede davon, man würde in Wien jetzt eventuell Konzerte veranstalten, um für ein Denkmal in Wien zu sammeln. Und im Bonner Wochenblatt am 3. Juni 1827 in dem Bericht über Beethovens Beerdigung in Wien war auch ein Hinweis darin, dass man in Wien eventuell ein Beethoven-Denkmal errichten wollte. Aber ansonsten hat sich dann wieder viele Jahre gar nichts getan. Man hat auch in Bonn diese Hinweise nicht aufgenommen. Bis dann am 5. Juli 1832 das Bonner Wochenblatt einen Aufruf veröffentlicht hat, den am 22. Juni ein anonymer Einsender geschrieben hat, der darauf hingewiesen hat, dass bedeutende Männer des deutschen Vaterlandes öffentliche Denkmale ihres Namens und ihrer Verdienste erhalten in ihren Geburtsstätten oder an den Orten, wo sie länger gelebt und gewirkt haben. Und dann weiter schreibt, auch in unseren Mauern ist wie bekannt ein Mann geboren, unsterblichen Andenkens. Zwar hat er sich selbst ein Denkmal gesetzt in den Herzen aller fühlenden Deutschen, sollte es aber nicht passend sein, dass er auch in seiner Vaterstadt, in der er auch einen Teil seiner Bildung erhielt, ein öffentlich ehrendes Denkmal erhalten, seinen speziellen Landsleuten sowie den Deutschen anderer Provinzen zur Freude und Nacheiferung. Die Anschauung von Beethovens Bild würde vielleicht den Sinn für Kunst überhaupt, für Musik insbesondere, ganz vorzüglich aber den Sinn für seine unsterblichen Meisterwerke auch unter uns immer wieder nähren und fördern. Und der Einsender ist überzeugt, dass dieser Wunsch nicht der seine allein ist, sondern vieler, die länger oder kürzer in dieser unserer Stadt zu leben veranlasst sind. Der Einsender, der Anonyme, würde sich freuen, wenn es irgendeinem Mitbürger unserer Stadt gefallen würde, sich an die Spitze zu stellen
und allein oder in Verbindung mit anderen kunstsinnigen Männern für diese Sache tätig zu wirken, kaum ließe sich denken, wie irgendjemand der hiesigen, für die Kunst sich Interessierenden von der Teilnahme hierin sich ausschließen würde. Es ist sehr schade, dass wir nicht wissen, von wem dieser Aufruf, dieser Leserbrief kommt. Denn er ist eigentlich ganz überraschend und ungewöhnlich 1832, als das Thema sonst gar keine Rolle spielt. Und er thematisiert etwas, was beim Umgang mit dem Beethoven-Erbe immer eine Rolle spielt. Nämlich er fragt nach jemandem aus der Bürgerschaft, der sich an die Spitze stellt. Und schreibt, dass kaum jemand sich dem nicht anschließen würde, wenn eine solche Initiative ergriffen werden würde. Zunächst gab es gar keine Reaktion von öffentlicher Seite, sowieso nicht. Aber 3 Jahre später, am 23. September 1835, wurde ein Verein gegründet, nämlich der Verein für Beethovens Monument. Der Initiator war Heinrich Karl Breitenstein, über den ich beim letzten Mal schon berichtet habe. Der Gründungsvorsitzende war August Wilhelm von Schlegel, bedeutender Literaturhistoriker. Und die Mitglieder des Vereins waren überwiegend Professoren von der Bonner Universität. Dieser im September 1835 gegründete Verein hat dann zum 65. Geburtstag von Beethoven am 17. Dezember einen Aufruf veröffentlicht, in dem es eben heißt, selten hat ein Künstler so bedeutsam und so denkwürdig gewirkt wie Beethoven. Eine so äußerst seltene und wohltätige und weithin wirkende Erscheinung verdient es, auf eine seltene und außerordentliche Weise gefeiert zu werden, nämlich durch ein plastisches, möglichst großartiges Monument. Über den dazu geeigneten Ort kann kein Zweifel sein, die Stadt Bonn am Rheine, in welcher der unsterbliche Künstler das Licht der Welt erblickte, scheint zu dem Unternehmen in gleicher Weise berechtigt wie verpflichtet. Der Aufruf war nicht nur ungewöhnlich, weil er eine lange Zeit des Verschweigens, Ignorierens von Beethoven in Bonn mit einem öffentlichen Aufruf ein Ende setzte, sondern auch, weil er den Vorschlag eines Denkmals machte für jemanden, für den damals eigentlich gar nicht Denkmäler geschaffen wurden, die eigentlich Fürsten, Königen und militärischen Führern vorbehalten gewesen sind. Der Verein hat diesen Aufruf an sehr viele Zeitungen in Deutschland und auch in Europa verschickt und gebeten, ihn abzudrucken, um das Anliegen entsprechend zu verbreiten. Aber auch da ist dann zunächst mal mehrere Monate überhaupt nichts passiert, um es genau zu sagen, 4 Monate. Und erst am 8. April 1836 wurde der Aufruf zum ersten Mal abgedruckt, nämlich in der neuen Zeitschrift für Musik, deren Redakteur Robert Schumann gewesen ist, der damals eigentlich als Journalist mindestens so bekannt war wie als Pianist und Komponist. Und der hat diesen Aufruf erstmals veröffentlicht am 8. April. Am 12. April hat dann das Bonner Wochenblatt nachgezogen und einige andere Zeitungen auch. Am 5. Mai fand von Ferdinand Ries ein Konzert, ein Benefizkonzert für ein Beethoven-Denkmal in Bonn statt. Es ist sehr interessant, wie Robert Schumann in seiner Zeitschrift publiziert hat, denn er hat mit 4 Pseudonymen sozusagen mit sich selbst diskutiert und er hat es auch zum Thema Beethoven-Denkmal gemacht, nämlich am 24. Juni 1836 in einem langen Artikel zum Monument über Beethoven. Und dort schreibt er, dass unterschiedliche Varianten eines Denkmals möglich wären. Zum Beispiel ein Mausoleum, ein leidlich hoher Quader, eine Lyra, darauf mit Geburts- und Sterbedatum, darüber der Himmel, daneben einige Bäume. Oder ein griechischer Tempel, damit Beethoven seine Werke in letzter Vollendung dort dargestellt werden. Oder andere Idee, man nehme 100-jährige Eichen und schreibt mit solcher Gigantenschrift seinen Namen auf eine Fläche des Landes. Oder bildet ihn in riesenhafter Form, damit, wie er schon im Leben es tat, er über Berg und Berg schauen könnte. Und wenn die Rheinschiffe vorbeifliegen und die Fremdlinge fragen, was der Riese bedeute,
So kann jedes Kind antworten, Beethoven ist das. Die Sache mit den 100-jährigen Eichen, wo man in Gigantenschrift seinen Namen schreibt, ist ja sehr zukunftsweisend, denn es gibt ja heute den ein oder anderen Landwirt, der Beethoven oder ein Motiv von Beethoven auf seine Felder schreibt und das wird dann mit Drohnen von oben fotografiert und macht einen ganz tollen Eindruck. Und Schumann thematisiert eben auch, das Denkmal solle so deutlich sichtbar sein, dass die Leute, die an Bonn vorbeifahren, auf dem Rhein sehen, da gibt es ein Denkmal und jeder weiß, das ist Beethoven. Und Schumann befasst sich auch mit der Frage, wo soll denn das Denkmal hin? Und hat sehr schön geschrieben, denn gesetzt die Wiener fühlten Eifersucht auf die Bonner und bestimmten auch auf eins, also auf ein Denkmal. Welcher Spaß, wenn man sich dann fragen würde, welches nun eigentlich das Rechte? Beide haben ein Recht, er steht in beiden Kirchenbüchern. Der Rhein nennt sich die Wiege, die Donau, der Ruhm ist freilich traurig sein Sarg. Poetische ziehen vielleicht letztere vor, weil sie allein nach Osten und das große, dunkle Meer fließt, die Donau. Andere pochen aber auf das selige Rheinufer und auf die Majestät der Nordsee. Vor allem der Gedanke, dass das Kirchenbuch mit der Taufe erfreulicher ist als der Eintrag des Todes im Wiener Kirchenbuch, ist natürlich sehr überzeugend. Und Schumann schreibt dann als Aufruf mit einem Wort, erhebt euch einmal, lasst ab von eurem Phlegma und bedenkt, dass das Denkmal euer eigenes sein wird. Dieses Last ab von eurem Phlegma ist ja etwas, was man auch an Aktualität sich immer wieder wiederholen lässt. Und auch die schöne Formulierung, dass wenn nicht einmal der Anfang gemacht wird, sich eine Dekade auf die Trägheit der anderen berufen wird. Vereinigt euch also und er ruft dann auch zu Benefizkonzerten, zu Akademien, Operndarstellungen, Kirchenaufführungen. Und es scheint auch nicht unpassend, bei größeren Musik- und Gesangsfesten um eine Gabe anzusprechen. Also Robert Schumann greift den Aufruf des Bonner Vereins auf, Geld zu sammeln für ein Beethoven-Denkmal in Bonn. Und Schumann ist auch selber nicht untätig geblieben, denn er hat im gleichen Jahr eine Komposition angefangen mit dem schönen Titel Ruinen, Trophäen. Eine große Sonate für Pianoforte für Beethovens Denkmal. Er hat diese Komposition dann abgebrochen und daraus wurde aber eine Klavierfantasie, die er Franz Liszt gewidmet hat und wo er dem Verleger dann schrieb, er könne gerne die Publikation verwenden, um etwas für das Beethoven-Denkmal in Bonn zu tun. Und in diese Klavierfantasie von Robert Schumann hören wir mal kurz rein.
Wenn man sich das Stück anhört, das geht etwa 20 Minuten, dann versteht man, warum Schumann das Franz Liszt gewidmet hat. Er war auch nicht der einzige Komponisten der Zeit, der Musik geschrieben hat, um das Beethoven-Denkmal in Bonn zu unterstützen. Auch Felix Mendelssohn Bartholdy hat das gemacht, 1841, mit seinen Variations sérieuses, die in einem Wiener Album erschienen sind, zum Besten des Beethoven-Denkmals in Bonn. Und auch da hören wir kurz rein, wie diese Komposition klingt. Ja, das ist also Felix Mendelssohn Bartholdy. Und dann gab es noch einen weiteren Benefizzweck, und zwar die zweite Auflage für das Beethoven-Denkmal der biografischen Notizen über Beethoven, die Franz Gerhard Wegeler und Ferdinand Ries schon 1838 zum ersten Mal rausgegeben haben. Und da sehen Sie den Nachtrag zu diesen biografischen Notizen: bei Gelegenheit der Errichtung eines Beethoven-Denkmals in seiner Vaterstadt Bonn herausgegeben. Und in seinem Vorwort dazu schreibt Franz Gerhard Wegeler, dass der Erlös der Neuauflage für das Denkmal dem Denkmal zugutekommen soll. Und er schreibt den schönen Satz: Das Alter besitzt in der Erinnerung die Jugend in der Hoffnung, aber an Beethovens Standbild sollen Erinnerung und Hoffnung sich die Schwesterhände bieten. Das Problem war allerdings gewesen, dass all diese Benefizanstrengungen keinen Erfolg hatten, in dem Sinne, dass genug Geld zusammengekommen wäre. 1838 hat deswegen der Verein einen zweiten Spendenaufruf veröffentlicht. Und es spielte dann ein zweiter bedeutender Künstler eine Rolle, neben Robert Schumann, der dann die Bühne betrat und sich mit seinem Engagement für das Beethoven-Denkmal sehr verdient gemacht hat. Das war nämlich Franz Liszt, hier in einem Bild dargestellt mit vielen anderen wichtigen Figuren der Zeit: Victor Hugo, Paganini, Rossini, Alexandre Dumas und so weiter. Und Franz Liszt, der ja als kleiner Junge Beethoven auch in Wien vorgespielt hat, hat sich nun sehr für das Denkmal eingesetzt. Sehr früh auch schon, und hat dann empört an seinen Freund Hector Berlioz geschrieben, dass es doch nicht sein kann, dass bei der Sammlung für das Denkmal eines großen Musikers unseres Jahrhunderts in Frankreich das Ergebnis von 420 Francs 90 Centimes nur betragen hat. Welch eine Schmach für alle, welch ein Schmerz für uns. Dieser Zustand der Dinge muss anders werden.
du stimmst mir bei, ein so mühsam zusammengetrommeltes, filziges Almosen darf unseres Beethovens Gruft nicht bauen helfen. Und er hat dann am Tag drauf schon einen Brief an das Denkmalkomitee in Bonn geschrieben und angeboten. Das war also 1840/41 die zur Errichtung des Denkmals noch erforderliche Summe aus eigenen Mitteln zu vervollständigen. Er hat es eigentlich an die Bedingung geknüpft, dass er auch den Künstler bestimmen wolle, der das Denkmal dann errichtet. Da hat ihm der Vorsitzende des Denkmalkomitees Breitenstein widersprochen und hat darauf hingewiesen, dass müsse schon ein deutscher Künstler sein, denn Liszt hatte einen Italiener im Blick. Und Breitenstein schreibt in seinen Erinnerungen, dass Liszt seinen Vorschlag dann sofort zurückgezogen hat. Und Breitenstein schreibt dann weiter, dass er dem Liszt versucht hat, deutlich zu machen, dass das Anerbieten, die Kosten des Monuments, insofern solche, die uns zu Gebote stehenden Mittel übersteigen, tragen zu wollen, zwar äußerst ehrenhaft sei, dies aber leicht zu Irrungen und Überschreitungen veranlass geben können und gab ihm zu bedenken, ob es nicht geratener wäre, wenn er sich mit einem von ihm selbst zu bestimmten Betrag ein für alle Mal beteilige. Also der Verein wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass Liszt sozusagen das ganze Denkmal finanziert. Und Liszt hat sich auch zu diesem Verfahren sofort bereit erklärt und erklärte demzufolge die Summe von 10.000 Franken beitragen zu wollen. Das waren 2.666 Taler. Jedoch seine Teilnahme, wenn es fehlen sollte, nicht darauf beschränken zu wollen. Also er hat gleichzeitig gesagt, wenn euch weiteres Geld fehlt, dann könnt ihr das gerne von mir auch haben. Und Breitenstein erinnert sich, gleich am anderen Tage stellte er bei Gelegenheit einer mit dem Komitee unternommenen Lustfahrt nach Godesberg die Anweisung für die genannte Summe auf das Haus Eskeles in Wien aus, von welchem sie alsbald an die Vereinskasse ausgezahlt worden ist. Und diese Spende, diese Finanzierungsübernahme von Liszt hat dann dazu geführt, dass im Oktober 1840 der Wettbewerb ausgeschrieben werden konnte für das Denkmal. Ein Wettbewerb mit einem Kostenrahmen von 13.000 Euro für die Erstellung eines Denkmals. Wie gesagt, Liszt hat 2.666 Taler beigetragen, also 13.000 Taler natürlich, nicht Euro. Und das Denkmalkomitee hat eine Jury eingesetzt, ein Preisgericht, weil man sich selber überfordert sah, Entwürfe zu beurteilen, zumal von Schlegel zu diesem Zeitpunkt dann den Vorsitz des Komitees auch niedergelegt hatte. Es sind 25 Entwürfe eingegangen für ein Denkmal, die dann von diesem Komitee beurteilt worden sind. Und wir wissen dann auch sehr viel von durch die Berichterstattung von Gottfried Kinkel, der damals ist er in Oberkassel geboren, für die Augsburger Allgemeine berichtet hat. Er ist also einer der wenigen Journalisten damals gewesen, die aus Bonn berichtet haben und Bonn auch kannte. War übrigens deswegen auch leicht skandalumwittert, weil er als evangelischer Theologe eine geschiedene Katholikin, nämlich die Johanna Kinkel, geheiratet hat. Er verlor deswegen seine Professur. Aber um nochmal aufs Denkmal zurückzukommen, Gottfried Kinkel schildert auch, dass es um dieses Denkmal dann eine Diskussion gab, ob man eine ideale Darstellung wählen sollte oder eine reale Darstellung. Diese Entscheidung sei nicht einfach zu treffen, schreibt Kinkel, und würde in der Kunst ja immer eine große Rolle spielen. Das stimmt übrigens bis heute. Und die beiden Entwürfe, die in die Endausscheidung gekommen sind, diese beiden Entwürfe zeigen auch deutlich, worum es geht. Das eine war nämlich ein Entwurf von Gustav Hermann Bläser, den wir hier links sehen. Ganz ideal dargestellt, Beethoven mit einer Lyra, idealtypisch. Und das andere ist das Beethoven-Denkmal, wie wir es kennen, wie es dann auch verwirklicht worden ist. Johanna Kinkel hat 2 Jahre nach Errichtung des Denkmals diesen Entwurf von Bläser gesehen und hat ganz im Unterschied zu ihrem Mann, der den realistischen Entwurf bevorzugt hat, ganz empört geschrieben: Eine ewige Schande muss dieser Anblick jedem sein,
der geholfen hat, das andere zu wählen. Dies Bläsersche ist unsterblich schön, alles grandios, poesiereich, es entzückt und begeistert. Es ist ganz empörend, dass ein solch geniales Kunstwerk dieser Verlisterstaat der Hänels hat weichen müssen. Man begreift einen solchen Unsinn gar nicht. Mir war so weh, dass ich hätte weinen mögen, wenn ich bedachte, dass dies Modell nur einmal in dem gebrechlichen Gips existiert und nun wohl niemals vor den Augen der Welt gestellt wird, wo es jahrhundertelang fortdauerte. Diese Emotion bei der Diskussion um öffentliche Denkmäler ist uns ja auch aus unseren Tagen gut vertraut. Aus heutiger Sicht wird man schon sagen können, dass die realistische Darstellung die deutlich nachhaltigere, zukunftsträchtigere war gegenüber dieser idealistischen Darstellung, die Bläser gewählt hat. Und die Jury hat sich auch dann für das Denkmal, das Hänel vorgeschlagen hat, engagiert und entschieden. Und dann gab es gleich zwei zusätzliche Probleme noch neben der Frage der Finanzierung. Nämlich es gab eine Debatte, wo man das Denkmal denn in Bonn hinstellen sollte, in den Hofgarten oder auf den Münsterplatz. Gab es eine lebendige Auseinandersetzung. Übrigens hat sich diese Auseinandersetzung wiederholt, als das Denkmal in den 60er Jahren wieder aufgestellt worden ist nach dem Bau der Tiefgarage. Auch da gab es einen Leserbriefstreit, Hofgartenwiese oder Münsterplatz. Und der größere Auseinandersetzung oder Problem war noch gewesen, dass der damalige preußische König Friedrich Wilhelm III. Eigentlich dem Denkmalkomitee mitgeteilt hat, dass er die Zustimmung zur Errichtung eines Denkmals für Beethoven verweigern würde, weil ein solches Denkmal im öffentlichen Raum nichts zu suchen habe. Sein Sohn Friedrich Wilhelm IV., der ja dann später auch bei der Denkmaleinweihung dabei war, hat 1840 erst den Weg freigemacht. Und in Preußen ist das Bonner Beethoven-Denkmal das erste Musikerdenkmal im öffentlichen Raum. Der größte Spender für das Denkmal war, wie gesagt, mit 2666 Talern Franz Liszt gewesen. Der zweitgrößte Spender war der Peter Josef Eichhoff. Das ist der Sohn des Beethoven-Freundes Johann Josef Eichhoff mit 1000 Talern. Dann kam Ferdinand Ries mit 525, davon 500 aus Benefizkonzerten. Und verschiedene königliche Hoheiten mit 600 Euro, jeweils 10 königliche Hoheiten. Aus Bonn kamen von dem Gesamtbetrag von 13.000 Talern 1.249 zusammen. Der größte Einzelspender aus Bonn hat 100 Taler gespendet. Daran sehen Sie, die Idee ist von vielen unterstützt worden. Ohne Liszt wäre es finanziell wahrscheinlich nicht hingekommen. Und das Engagement aus Bonn war ein durchaus überschaubares gewesen. Der damalige erste hauptamtliche Oberbürgermeister von Bonn, Karl Edmund Josef Oppenhoff und der Rat haben sich gegenüber dem Denkmal und dem Vorhaben eines Denkmals völlig desinteressiert gezeigt. Und das hat Franz Liszt dazu gebracht, eine sehr erboste Äußerung zu machen, die auch eine zeitlose Mahnung ist. Er hat geschrieben, eine kleine Stadt kann das Glück haben, dass ein großer Mann in ihr das Licht der Welt erblickte, aber kleinstädtisch darf sein Andenken nicht gefeiert werden. Übrigens hat Franz Liszt anlässlich der Errichtung des Beethoven-Denkmals auch das erste Haus, den Grundstein des ersten Hauses in der Beethovenstraße gelegt. Auch darüber gibt es Zeitungsartikel. Er hat es aber abgelehnt, was ihm damals angeboten worden ist, dass es eine Liszt-Straße auch errichtet wird, weil er sich so über die Ignoranz des offiziellen Bonn geärgert hat. Am 12. August 1845 ist dann das Denkmal eingeweiht worden, enthüllt worden. Und das war ein denkwürdiger Tag, denn es war eigentlich alles ziemlich chaotisch gewesen. Es gab einen Festzug vom Rathaus zum Münster und dort einen Festgottesdienst. Und Gottfried Kinkel hat in seinem Bericht für die Allgemeine Zeitung sehr anschaulich geschildert, was da passiert ist. Er schreibt, leider hatte man aber zweierlei versäumt, nämlich die Anstellung von Zugführern
für die einzelnen Abteilungen. Also der Festzug bestand aus unterschiedlichen Abteilungen und die Austeilungen von Billets zur Kontrolle in der Kirche. Die erste Folge davon war, dass jeder nach freien Belieben und so auch Damen sich in den Festzug eindrängten, welcher dann auszuweisen niemand das offizielle Recht hat. Also dieser Festzug hat sozusagen seine offizielle Gestalt verloren und wurde zu einem allgemeinen Zug, wo jeder mitging. Derselbe schwoll also ins Ungeheure an und schob sich als wirbelndes Chaos vor die bis dahin verschlossene Kirchentür. Was half es da, dass die Studierenden dort Spalier bildeten? Sobald die Kirche aufging, strudelte die Masse eingekeilt in das dort längst harrende Volk durch die Türe herein. Ein Gendarm musste durch das Ausschlagen seines Pferdes dicht vor der geweihten Stätte Raum schaffen und mit Lebensgefahr wurde alles die Treppenstufen in die niedrig gebühnte Kirche hinabgestürzt. Und es gibt eine ganze Reihe von Schilderungen von Zeitzeugen, übrigens Hector Berlioz auch mit dabei, wo dann geschildert wird, dass die Damen ihre Schuhe verloren haben in dem Chaos, dass Leute in Ohnmacht gefallen sind, dass Kleider zerrissen worden sind, weil alles in die Kirche reinströmte, wo als Festgottesdienst die C-Dur-Messe von Beethoven aufgeführt worden ist. Wir sehen hier eine Zeichnung des Münsters damals mit dem Blick aus dem Altarraum. Sie sehen die Kanzel hier links. Das ist eine etwas idealistische Darstellung. Nach diesem Festgottesdienst kam es dann draußen auf dem Münsterplatz zur Enthüllung des Denkmals. Anton Schindler, der damals für die Leipziger Illustrierte Zeitung geschrieben hat, schildert das dann so draußen. Während dieser von Tausenden mit gespannter Neugier erwartete Akt alsbald nach beendigtem Gottesdienst erfolgt, so wäre die Begeisterung sicherlich eine nachhaltige gewesen. So musste die große Versammlung die Ankunft der königlichen Majestäten in Begleitung der britischen Monarchin und des Prinzen Albert vom Schloss Brühl erwarten und nicht weniger als 1,5 Stunden unter freiem Himmel harren, bis die Majestäten auf dem Balkon des gräflichen fürstenbergischen Hauses, von wo die Statue nur von rückwärts gesehen werden konnte, erschienen und die feierliche Handlung vorgenommen wurde. Während des langen Harrens hatte eine zu warme Sommer und ein zu starker Wind mit abwechselnd über die Häupter hinwegziehenden Regenwolken Ungeduld und Langeweile erzeugt. Sohin war es um alle begeisternden Gefühle geschehen. Jeder wünschte sich von dannen, da es bereits spät geworden war. Also die ganze Zeremonie hat sich verzögert. Es war sehr heiß gewesen. Und als sie dann endlich begonnen hat, gab es gleich ein weiteres Problem. Nämlich das Programm, was der Enthüllung des Denkmals vorangegangen ist. Wir sehen hier eine Schilderung, wie es damals auf dem Münsterplatz ausgesehen haben könnte. Und das Programm bestand darin, dass zunächst mal ein Blasorchester die Fidelio-Ouvertüre gespielt hat. Und um Ihnen mal so einen Eindruck zu verschaffen, wie es ist, wenn ein Blasorchester die Fidelio-Ouvertüre spielt. Ich habe tatsächlich eine Aufnahme gefunden eines Blasorchesters mit ein paar Takten aus der Fidelio-Ouvertüre. Also ein etwas ungewöhnlicher Klang und damals wurde es von einer Militärkapelle auf dem Münsterplatz gespielt. Und dann hat Heinrich Karl Breitenstein noch eine Festkantate geschrieben für gemischten Chor und Orchester, die da aufgeführt worden ist.
Und dazu erinnert sich Hector Berlioz in seinem Bericht über die Szene damals: Selbst bei ruhiger Atmosphäre hätte ich gewiss nicht viel von dieser Komposition erfasst. Man weiß ja, wie wirkungslos Vokalmusik im Freien bleibt. Und nun blies zudem noch der Wind mit Gewalt über die Chronisten hin und trug den mir zukommenden Anteil der Harmonien des Herrn Breitenstein ungerechterweise den Zuschauern am entgegengesetzten Ende des Platzes zu. Auch diese fanden ihn noch recht kärglich, die Unersättlichen. Also man hat von dieser Festkantate praktisch nichts mitbekommen. Selbst Breitenstein selber bezeichnete sein eigenes Werk, was die Kritiker auch zerrissen haben, dieses Unbedeutende durch die Aufführung im Freien und der lärmenden Geschrei von Tausenden und den Geflatter von 40 von starken, im Wind bewegten Fahnen ohnehin zum Opfertod bestimmten Stück. Also es war alles etwas chaotisch gewesen. Breitenstein hat dann noch eine Festrede gehalten, die natürlich auch jemand verstanden hat, der nicht unmittelbar neben ihm stand. Sie ist dann später abgedruckt worden und deswegen erhalten. Breitenstein beschreibt Beethoven in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise. Er spricht über die eigentümliche Richtung seiner künstlerischen Tätigkeit, dieses Bahnbrechen durch bis dahin in unbekannte Regionen, dieses unablässige Selbsterneuerung des schaffenden Vermögens, dieser Drang, nirgends zu rasten, nirgends auch nur zweimal des Geistes Wohnung aufzuschlagen. Das ist es, worin Beethoven einzig dasteht. Und er schildert dann, dass wir nun hier versammelt sind zur Einweihung und Enthüllung des Ehrendenkmals, des Standbildes des Mannes, der in dieser Stadt zuerst sein Auge dem Lichte aufschloss. Dieser Platz, auf welchem wir versammelt sind, hat gewiss nicht selten den Knabenspielen dessen zugesehen, der es nicht ahnen konnte, dass hier Tausende hier mit freudiger Ungeduld, mit hochklopfendem Herzen, mit zähnender Begeisterung versammelt seien und des Augenblickes harren würden, wo nun sein in übermenschlicher Größe aus Erz gegossenes Ehrenstandbild enthüllt werden und sich unseren Augen darstellen soll. Wohlan, der Augenblick ist gekommen, er ist da. Es falle die Hülle, die sein ruhmgekröntes Haupt umgibt und den Hochgefeierten unseren Abblicken verbirgt. Sie falle und zeige den Meister Ludwig van Beethoven. So hat also Breitenstein die Enthüllung des Denkmals eingeleitet. Und Hector Berlioz erinnert sich dann, das sehr plötzliche Abbrechen der sehr lebhaften Unterhaltungen zwischen den nicht hörenden Zuhörern kündigte das Ende der Reden und Kantaten an. Und jeder merkte auf, um zu sehen, wie man das Denkmal von seiner Hülle befreite. Als es sichtbar wurde, brach das Beifallklatschen, Hurrarufe, Fanfarenblasen, Trommelschlagen, Gewehrabfeuern, Kanonenerschießen und Glockengeläute. Kurz all der Bewunderungsspektakel, der bei der zivilisierten Völkern die Stimme des Ruhmes ist, von neuem los und begrüßte das Bildnis des Komponisten. Und es gibt eine ganze Reihe von Schilderungen in der Presse über diese Szene, die beschreiben, wie die Leute fasziniert waren von der Darstellung des Beethoven in diesem Denkmal. Und Leute, die Beethoven kannten, fanden, dass er sehr gut getroffen sei. Übrigens war auch der Beethoven-Lehrer und Orchesterkollege Franz Anton Ries dann bei der Enthüllung des Denkmals für seinen Schüler hochbetagt mit dabei. Die nicht veröffentlichten Erinnerungen von der jungen Queen Victoria, die dabei war, schildern das so. Wir gingen auf den Balkon, um der Enthüllung von Beethovens Statue zuzusehen, zu dessen Ehren viele große Festlichkeiten stattfanden. Unglücklicherweise bekamen wir, als die Statue unbedeckt war, nur eine Rückenansicht zu sehen. Es ist ganz interessant, dass abgesehen davon und dem Bericht von Schindler, diese Tatsache, dass die Hoheiten Beethoven vom Rücken her nur sahen, in den Berichten überhaupt gar nicht auftauchten. Und das, was wir heute als Anekdote so kennen, ist erst 20 Jahre später von dem Bonner Jura-Professor und Mitglied des Denkmalskomitees Ferdinand Walter schriftlich niedergelegt worden, als er seine eigenen Erinnerungen schrieb und hat damit eigentlich den Grundstock für diese bis heute populäre Anekdote gelegt. Die Glocken läuteten, die Geschütze donnerten, die Trompeten schmetterten, die Hülle fiel und die hohen Herrschaften sahen vom Balkon auf die dicken Falten des schweren Mantels und auf die struppigen Haare. Eine der Hofdamen schlug ein Gelächter auf, das bis unten gehört wurde. Der König rief mit seiner hellen Stimme:
Ei, der kehrt uns ja den Rücken. Herr von Humboldt, der in der Nähe stand, sagte ruhig, ja, er ist auch schon in seinem Leben immer ein grober Kerl gewesen. Die wohl angebrachte Erheiterung machte möglichst vieles gut. Das ist die Anekdote, die ja heute bis heute in der Erinnerung der Leute verbunden ist mit der Denkmalenthüllung. Das Denkmal hat sich sehr schnell in die Herzen der Bonner gekommen. Schon 1846 hat sich der ganze Rosenmontagszug der ganzen Zeremonie der Denkmalenthüllung gewidmet. Hier sehen Sie ein Bild, was ein bisschen erinnert an die Situation in Köln. Sie kennen alle die Bilder des Kölner Doms, der erhalten geblieben ist, während drumherum alles zerbombt war. 1845 war das in Bonn ganz ähnlich. Sie sehen das eigentlich unbeschädigte Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz, das dann einmal entfernt worden ist bisher. Es steht ja jetzt eine weitere Renovierung an, nämlich als die Tiefgarage dort gebaut worden ist. Und auch da war es ein Thema beim Rosenmontagszug. Der Kunstschmied Karl König, der in seiner Kunstschmiede das Denkmal restauriert hat, da waren Granatsplitter aus dem Zweiten Weltkrieg drin gewesen, der ist mit der Kolpingsfamilie beim Rosenmontagszug auf einem Wagen gefahren mit dem schönen Aufschrift »Ich will zurück zum Münsterplatz«. Zeitzeugen, es war 1964, erinnern sich daran, dass Karl König den ganzen Rosenmontagszug unbewegt wie eine Statue dastand. Und die Aufschrift ist eine Anspielung auf diese damalige Auseinandersetzung, soll das Denkmal wieder zurück zum Münsterplatz oder auf die Hofgartenwiese. Und es ist dann 1965 wieder auf dem Bonner Münsterplatz aufgestellt worden. Übrigens ein paar Tage danach kam die dann englische Königin Elisabeth vorbei und hat Blumen dort niedergelegt. Was hat nun das Beethoven-Denkmal mit dem Geburtshaus zu tun? Der Bäckermeister Fischer, der aus Anlass des Beethoven-Denkmals zusammen mit den Erinnerungen von seiner Schwester seine Erinnerungen aufgeschrieben hat, der hat auch diese Gelegenheit genutzt, um das Haus der Beethovens, wo die Beethovens gewohnt haben, in der Rheingasse als Geburtshaus darzustellen. Ob er das bewusst gemacht hat, im Wissen darum, dass das gar nicht zutraf, aus sozusagen Promotion-Gründen, oder ob er nicht wusste, wo Beethoven tatsächlich geboren ist, bleibt im Unklaren. Aber von 1845, in der Zeit um 1845 herum, wurde das als Geburtshaus bezeichnet. Es war auch eine Plakette dran gewesen. Es gab dann auch eine Zeitungsauseinandersetzung, an der Franz Gerhard Wegeler beteiligt war, der darauf hingewiesen hat, dass das nicht stimmt. Aber es hat dazu geführt, dass der berühmte Musikkritiker Hans Lick, also so sah das Beethovenhaus selber aus in der Zeit, bevor es renoviert worden ist. Aber zunächst mal zu Herrn Hans Lick, der berühmte Musikkritiker, der damals bei einem Bonn-Besuch war. Der hat dann Schumanns Grab auf dem alten Friedhof besucht und schreibt dann in der Wiener Neuen Freien Presse, vom Schumanns Grab heimgehend stand ich bald vor einem unscheinbaren Haus in der Rheingasse mit der stolzen Inschrift Beethovens Geburtshaus. Pochenden Herzens betrat ich den feuchten Flur, erkletterte eine lebensgefährlich schmale, finstere Holztreppe und ließ mich oben von dem Besitzer oder Mieter des Hauses in ein kahles, verwahrlostes Zimmer führen, dessen stark beschädigte Wände und ein kleines Butzenscheibenfenster ein ansehnliches Alter verrieten. In dieser Stube ist Beethoven geboren, sagte mein Führer, mit einer Entschiedenheit, als ob er dabei gewesen wäre. So betrachtete ich denn entblößten Hauptes und bewegten Herzens den geweihten, sehr unsauberen Raum, in dem Beethoven seinen ersten Schrei ausgestoßen. Mit Lebensgefahr tastete ich mich wieder die stockfinstere Hühnerstiege hinab ins Freie, und war nicht wenig überrascht, bald darauf auf einem Haus in der Bonngasse abermals eine Aufschrift zu lesen. Hier war Ludwig van Beethoven geboren. Entsetzlich. Wahrlich, der Stadtmagistrat von Bonn sollte endlich einen der beiden Häuser die Gedenktafel konfiszieren. Es geht doch mit den zwei streitigen Geburtsstellen Beethoven nicht an, wie mit den drei Ringen Nathans des Weißen. Also fort mit der Gedenktafel an diesem Hause und möge dort nie mehr ein Beethoven-Verehrer auf der mir unvergesslichen Wendeltreppe seinen pietätvollen Hals riskieren. Also
Hanslick hat in der Presse darüber berichtet, und Hanslick war damals ein sehr prominenter Autor, dass in Bonn, dass Bonn sich damit lächerlich macht, dass es zwei Beethoven-Häuser gibt, zwei Beethoven-Geburtshäuser. Und es dauerte dann eine ganze Zeit lang, bis das Schild an der Rheingasse tatsächlich entfernt worden ist. Und dann ging es um die Frage, was passiert eigentlich mit dem eigentlichen Geburtshaus? Also hier nochmal die Zeichnung aus dem Jahr 1889 vor der Renovierung. Und da trat auf die Bühne der Ferdinand August Schmidt. Das war ein Mediziner gewesen, der damals neu in den Stadtrat gewählt worden ist. Und er schreibt in seinen Erinnerungen: als Mitglied der städtischen Baukommission stellte ich in einer Kommissionssitzung im Februar oder März 1888 den Antrag, das zunächst zur Supastiation kommende Haus Beethoven Bonngasse 20 für die Stadt Bonn zu erwerben, um den schmachvollen Zustand ein Ende zu machen, das ausgerechnet in dem Geburtshaus Ludwig van Beethovens, der Stolz unserer Stadt, sich eine niedrige Bierkneipe nicht nur, sondern sogar ein Tingeltangel befand. Dieser Zustand sei, so führte ich aus, für die Ehre Bonn, der Stadt Bonn einfach unerträglich. Die Mitglieder der Kommission waren über diesen meinen allerdings in sehr lebhaftem Ton vorgebrachten Antrag ziemlich verblüfft. Der Herr Oberbürgermeister Dötsch hatte aber dafür nur ein ironisches Lächeln. Bei der Besprechung in die Enge getrieben, gab er allerdings zu, dass er schon oft so noch vor kurzem Briefe erhalten habe von Musikfreunden, die in Bonns Beethovens Geburtsstätte aufsuchten und entsetzt waren, dort eine Singhalle übelster Art vorzufinden. Man habe ihm gedroht, die Stadt Bonn in musikalischen Zeitschriften entsprechend an den Pranger zu stellen. Der Herr Oberbürgermeister meinte, so ein verrückter Kerl, ich habe diesen Ausdruck nie vergessen, brächte es am Ende fertig, unsere Stadt in ihrem Ansehen schwer zu schädigen, worauf ich noch erwiderte: wenn das geschehe, so geschehe es mit vollem Recht. Ich drang selbstverständlich nicht durch. Also dieser Vorschlag von Ferdinand August Schmidt, das ganz heruntergekommene Geburtshaus Beethovens seitens der Stadt zu erwerben, damit blieb er erfolglos, außer ihm selbst stimmte niemand für diesen Antrag. Es hat aber dann ein weiterer wichtiger Akteur sich engagiert, der übrigens die Wahl von Ferdinand August Schmidt in den Stadtrat auch unterstützt hatte, nämlich Hermann Neuser, der Verleger der wichtigsten Bonner Zeitung. Und er rief im Bräunischen Haus am 24. Februar 1889 10 Bonner Bürger zusammen, um über die käufliche Erwerbung und würdige Erhaltung des Geburtshauses Ludwig van Beethovens zu beraten, respektive sich zu einem derart desfalligen Vereine zu konstituieren. Und da wurde der Verein Beethovenhaus gegründet, der dann das Haus erworben hat. Das ist ja bis heute im Besitz des Vereines und damit dafür gesorgt hat, dass das Geburtshaus erhalten geblieben ist. Ferdinand August Schmidt hat im Rückblick 1928 geschrieben, auch dass die städtische Verwaltung nicht daran dachte, das Beethovenhaus zu erwerben und zu sichern, war im Grunde genommen ein günstiger Umstand. Wer hätte dann das Haus so pietätvoll erhalten und wer hätte sich gefunden, um allmählich all die Beethoven-Erinnerungen, in die nunmehr zu einem Museum von einzigartiger Bedeutung dort vereint sind, in unablässiger Kleinarbeit und Sammlertätigkeit zu werben, die Kammermusikfeste ins Leben zu rufen und alles zu tun, was heute dem Bonner Beethovenhaus einen Weltruf verschafft hat? Etwa eine städtische Kommission? Nein, das konnte nur eine Vereinigung machen, die von hohem Idealismus für die Sache beseelt, allmählich alles das aufbaute, was der Würde des Namens Ludwig van Beethoven entsprach. Dieses Urteil über die Effizienz einer städtischen Verwaltung ist ja sehr schonungslos, und sowohl das Beethoven-Denkmal als auch das Geburtshaus, und wir kommen dann beim nächsten Mal auch beim Beethoven-Fest und im Konzertsaal noch mit dazu, haben allerdings bestätigt, dass Ferdinand August Schmidt hier nicht falsch gelegen ist. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann um die wechselvolle Geschichte des Beethoven-Festes und um die Geschichte des Konzertsaales, der
ja auch die Bonner befasst hat seit dem ersten Beethovenfest 1845. Soweit für heute das Beethoven-Denkmal und die Geschichte des Geburtshauses. Man könnte, wie Sie sich vorstellen können, zu beiden noch sehr viel mehr sagen, aber dafür gibt es ja das Buch, dessen Titelblatt Sie im Hintergrund sehen. Einstweilen an dieser Stelle herzlichen Dank und